kommst in diesen Situationen nicht raus, wenn irgendeiner mit dem anderen oder mit dem Finger auf den anderen zeigt, sondern indem alle gemeinsam den Weg gehen. Das haben wir aus unserer Sicht bisher gut gemacht, und zwar der gesamte Verein. Und das gibt eigentlich die Kraft auch für die Situation, dass wir da auch nur gemeinsam rauskommen. Also wenn wir in die Situation kommen, ich glaube, die Jungs arbeiten gut, aber, und das ist uns auch bewusst, nicht gut genug. Und da müssen wir halt den Ansatz finden. Und am Ende werden wir über Ergebnisse bewertet. Und die müssen wir einfach holen, und uns immer nur zu erzählen, dass doch teilweise es gut aussah und der Fußball gut war und weiß ich was alles, bringt keinen weiter. Und deswegen Vollgas nach vorne als Einheit, und dann werden wir es, glaube ich, am Samstag erleben, dass ein ganzes Stadion gemeinsam daran arbeiten wird, erfolgreich zu sein. Auch wenn die Zufriedenheit in die Ergebnisse nicht da ist, habe ich ja bisher keinem was vorzuwerfen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Jungs nicht laufen, dass sie den Weg nicht gehen wollen. Ich glaube, dass sie im Moment oder wir dann keine guten Entscheidungen treffen in vielen Situationen und dann in Situationen kommen, die uns nicht helfen. Und da müssen wir ansetzen. Aber ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass einer der Jungs nicht der Situation gewachsen ist oder sich in der Situation zurückzieht. Ich habe solche Situationen erlebt. Und da muss ich im Moment sagen, dass ich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe bei den Jungs, dass sie auch gemeinsam diese Situation angehen. Also gibt es jetzt keine Gedankengänge, dass der eine das vielleicht besser macht oder nicht, sondern es gibt Gedankengänge, wer passt auf dieses Spiel vielleicht besser, wer ist klarer dann in den Aktionen auf dieses Spiel hin. Da werden wir Entscheidungen treffen.